Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese leckere Blechpizza und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für den Teig nehme ich als erstes die Hefe. Und den Zucker und die Hälfte des Wassers. Das rühre ich ein bisschen um und warte 5 Minuten, bis die Hefe aktiv ist. Ich habe den Grieß mit dem Mehl und dem Salz vermischt. Das tue ich jetzt zu der aktiven Hefe. Ich hatte ja die Hälfte vom Wasser dazu getan. Ich gucke jetzt mal, wie sich der Teig entwickelt. Gegebenenfalls tue ich das restliche Wasser auch noch dazu. Jetzt insgesamt 5 Minuten geknetet. Das hat vollkommen ausgereicht. Es ist ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. An den Rand der Schüssel ist nichts mehr übrig. Das ist ein gutes Zeichen. Den Teig, den tue ich jetzt wieder in die Schüssel und bedecke ihn und lasse ihn eine halbe Stunde gehen. Pizza mache ich heute ganz schlicht. Ich benutze nur 300 Gramm Käse und etwas Sucukwurst und ein bisschen Thymian. Für die Soße brauchen wir 2 Esslöffel Tomatenmark, etwas Wasser und Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauchpulver und Thymian und ein bisschen Olivenöl. Die halbe Stunde ist jetzt vorbei. Der Teig ist aufgegangen. Gucken wir mal. Ja. Der Teig ist wunderbar aufgegangen. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen kneten und dann zu einem Quadrat so ein bisschen mit dem Nudelholz aufrollen, damit er aufs Backblech passt. Der Teig ist jetzt auf dem Backblech und jetzt kommt die Tomatensauce auf den Pizzateig. Die Pizza ist jetzt fertig für den Backofen. Ich schalte jetzt den Backofen an und zwar auf 250 Grad Umluft. Und in der Zeit kann die Pizza, also beziehungsweise der Teig von der Pizza auch noch mal ein bisschen gehen. Das Pizzablech muss dann auf die unterste Schiene vom Backofen.
Die Blechpizza ist jetzt fertig. Sie war genau 10 Minuten im Backofen und ist jetzt auch gut durch. Ich kann das auch hier nochmal zeigen. Der Boden ist schön kross. Kann man jetzt so vielleicht noch sehen. Ich lasse sie jetzt 2-3 Minuten stehen und dann werde ich sie erst schneiden. Diese auf die Schnelle gemachte Blechpizza ist wirklich lecker geworden. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.